Servus Leute, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt mit einem kleinen News-Video zu dem, was uns bevorsteht in Global, sowohl auch in JP, wohlgemerkt. Am besten, ich fange mal hier kurz so mit an. Der Saiyajin-Tag soll kommen am 18.03. Der Saiyajin-Tag wurde normalerweise immer in JP zelebriert und in Global nicht. Was wir letztes Jahr in JP bekommen haben zum Saiyajin-Tag, war Jiren und das Mastered Ultra Instinct Awakening von Goku. Wir haben in Global das gleiche Event dann ungefähr so 3 Monate später bekommen. Wir haben das kurz vorm Vierjährigen bekommen. Meines Erachtens habe ich auch gedacht, ja, wir kriegen jetzt Cooler hier nächste Woche in Global und dann kriegen wir kurz vorm Vierjährigen bekommen wir auch unser Saiyajin-Tag-Banner. Nun, Team Dokkana hat uns wohl ziemlich überrascht, nämlich wie wir jetzt sehen, es erwartet uns ein brandneuer Transforming Vegeta. Ein Dokkan-Festival Transforming Vegeta. Er kommt am 18.03. sowohl in Global als auch in JP, schreibt hier Team Dokkana. Auf jeden Fall Creed an Team Dokkana, ne? Wir bekommen gleichzeitig, wie gesagt, auf Global und JP das Dokkan-Festival von Vegeta. Und der Vegeta, er wird auf jeden Fall, wenn er auf TUR ist, mit Super Saiyajin anfangen und wird wahrscheinlich auch in jeder Runde sich einmal transformieren. Ich hoffe, dass sie was abändern in dem Bereich. Aber wenn es so ist, also, dann ist es halt so. Kann man nichts machen. Super Saiyajin, seine erste Form, so kommt er rein ins Battle. Dann in die zweite Runde, wo er reinkommen würde, wenn die Transformationsmechanik so ist, wird er zum Super Vegeta, dann zum Super Saiyajin 2 Vegeta, zum Gott Vegeta und zum Blue Vegeta. Richtig heftig. Es wäre geil, würden sie noch den Evo Vegeta ranpacken, aber haben sie leider nicht gemacht. Sie haben hier den Super Vegeta ausgetauscht für den Super Saiyajin 3 beim Goku zum Beispiel. Also sie haben genau gleich viel Verwandlungen. Ja. Auf jeden Fall mega Hype. Ich freue mich vor allem, wie der Gott Vegeta dann aussieht. Schauen wir uns jetzt am besten mal kurz an die Karten, die wir bisher kennen. Wir kennen ja nur diesen Transforming Freezer und unseren Transforming Goku. Fangen wir an mit Transforming Freezer. Transforming Freezer ist eine extrem geile Karte. Für mich tausendmal besser als der Transforming Goku. Schauen wir uns am besten mal den Transforming Freezer an. Ich will nicht viel hier über die Werte sagen. Vegeta wird wahrscheinlich ganz anders aussehen. Was der Leader Skill sein wird, weiß ich nicht, weil Goku hat Super Class Leader Skill und Freezer hat Extreme Class Leader Skill. Das heißt, vielleicht wird Vegeta keins von beiden, vielleicht wird Vegeta eine Kategorie Leader, vielleicht bekommen wir endlich mal hier so einen neuen Pure Saiyans Leader. Das wäre doch mal was. Einen schönen 170% Pure Saiyans Leader oder einen 150% Pure Saiyans Leader. Egal, was Schönes. Da wir aber das gleiche Problem haben werden wieder mit Vegeta wie mit Goku, ist nämlich, die Linksets verändern sich. Und zwar wahrscheinlich erheblich. Der Goku wird nämlich, wie gesagt, am Anfang wie der Vegeta Prepared for Battle haben. Das werden sie dann auch hier in Super Saiyan 2 haben, Prepared for Battle. In Super Saiyan 3 hat sich bei Goku schon zu Over in a Flash gewendet. Bei Vegeta wird es noch bis zur auch die dritte Form noch Prepared for Battle enthalten. Die vierte Version wird dann bei Vegeta Gott Vegeta sein und er wird zu 100% Over in a Flash haben. Das heißt, wenn sie Vegeta kein Prepared for Battle in der Gottform geben, haben sie auch schon nicht beim Film Vegeta gemacht. Dann ist halt GG mit dem Linken. Ich hoffe es trotzdem, dass es in Pure Saiyans kein Problem sein wird. Aber wie gesagt, zumal Pure Saiyans hat ja auch Rui Goku und Bardock. Vegeta an sich wird hier wie Goku halt auch an sich so starten, dass er sein SSR wird ein normaler Baseform Vegeta sein und wird sich dann bei TUR wird er dann ein Super Saiyajin Vegeta sein. So wird das ablaufen zu dem Vegeta. Ansonsten mehr wissen wir noch nicht von dem Vegeta. Wir wissen, er kommt am 18.03. Er wird heftig werden. Wir können mal hier noch schauen, was wir, also von welchen nimmt er den Platz weg, weil er wird ja auch Super Saiyajin Vegeta heißen. Das heißt, man kann kein LR Vegeta gleichzeitig mit ihm spielen, kein Tech Vegeta mit ihm gleichzeitig spielen und der Rest ist nicht nennenswert. Und ja, ich freue mich auf den 18.03. Kann ich euch jetzt schon empfehlen zusammen. Ich werde zusammen wahrscheinlich. Ich finde die Karte extrem nice. Ich hoffe noch, dass sie ihn einen guten Leader-Skill geben, eine geile Passive von alles. Wie der Banner aussieht, ich vermute was Geiles. Weil, überlegt euch mal, wir haben ja schon in dem letzten Saiyajin-Tag-Banner Rui Goku, Jiren bekommen. Wir hatten hier eine Kefla, einen Angel Gohan Freezer drin. Ich hoffe, es wird noch was Geileres draufgelegt. Damit verabschiede ich mich heute und wir sehen uns bei den nächsten News. Ciao, ciao, haut rein.